Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Marco Lovic und ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, Marco, wie schaffe ich das eigentlich, einen Job zu bekommen? Falls du dich jetzt fragst, wo bekommst du diese Fragen gestellt, du hast nicht einmal 1000 Abonnenten. Auf TikTok habe ich 22.000 Abonnenten und andauernd schreiben mir junge Menschen, die eine Ausbildung suchen, ich schaffe das Ganze einfach nicht. Ich weiß aber nicht, ich bewerbe mich überall, zum Beispiel als Mediendesigner, Mediengestalter, wie es auch immer heißt, und ich kann das Ganze einfach nicht umsetzen. Die Leute nehmen mich nicht, die wollen zu viele Referenzen haben, obwohl ich doch gerade erst lernen möchte. Ich möchte doch eine Ausbildung starten, ich möchte doch erstmal lernen, wie das alles funktioniert. Aber die Leute wollen von mir, dass ich schon das, das, das und das kann, aber ich kann weder noch davon und dementsprechend werde ich einfach nicht genommen. Was kann ich machen, Marco? Ich habe heute die richtige Antwort für dich, wie du eben deine Chancen deutlich erhöhen kannst und dementsprechend viel einfacher einen Job bekommst. Das funktioniert, was ich dir heute vorstelle, allerdings nicht für jeden Bereich. Das funktioniert viel für digitale Bereiche, beispielsweise Video-Editing, ob das Übersetzen ist, ob das Design ist, sowas in der Richtung, ja? Wenn du in so eine digitale Richtung gehen möchtest, dann ist dieses Video sicherlich was für dich. Wenn nicht, dann kannst du gerne abschalten und morgen zum nächsten Video einschalten, wenn du Lust hast. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg bei der Suche. Ich kann heute nur einen Tipp für die digitalen Jobs oder Jobs, die man auch online repräsentieren kann, geben. Und bei online repräsentieren sind wir schon beim richtigen Stichpunkt. Wir sind jetzt gerade auf meiner Webseite, die ich einfach super als Referenz jetzt für dieses Video nehmen kann. Und hier finden wir schon, wenn wir mal runterscrollen, einmal das Thema Webdesign, einmal das Thema Social Design, einmal das Thema Grafikdesign. Vollkommen egal, was du machen möchtest, wenn du jetzt beispielsweise Webdesign anbieten möchtest oder wenn du Social Design anbieten möchtest, wenn du dich also um die Social Media Accounts von einer Firma kümmern möchtest, also wenn du Mediengestalter werden möchtest und gerne daran interessiert bist, Social Media Accounts für eine Firma zu managen, beispielsweise. Und du den Job normalerweise nicht bekommst, weil es eben so viele Bewerber gibt und du keine Erfahrung hast und so weiter und so fort, dann würde ich dir Folgendes raten. Zunächst einmal gehst du auf YouTube, gibst dort ganz einfach in die Suchleiste GIMP Tutorial ein, kriegst dann unfassbar viele gute deutsche Videos zum Thema GIMP, wie du ganz einfach coole Designs mit GIMP machen kannst. Wenn du GIMP noch nicht hast, gehst du auch auf Google. Sobald du dir hier auf Google dann GIMP runtergeladen hast, wenn das jetzt in der Mediendesign-Branche ist, ist ja nur ein Beispiel. Es kann natürlich auch eine andere Branche sein, dann brauchst du andere Apps oder andere Tutorials, das ist natürlich vollkommen klar. Aber auf YouTube gibt es zu allen möglichen Themen Tutorials, selbst zum Thema Rasenmähen, Fische füttern, was auch immer, ja. Dementsprechend kannst du hier sehr viel Wissen aneignen und in Google viele kostenlose Programme finden. Wenn du dir jetzt diese Tutorials anschaust, probierst du auch mal das ein oder andere nachzumachen, übst mit der App und deine Ergebnisse stellst du dann auf deiner eigenen Webseite online. Ja, du erstellst nämlich eine eigene Webseite. Wenn du dich jetzt fragst, wie viel das Ganze kostet, ich würde jetzt mal schätzungsweise sagen, wenn du alles selbst erstellst und jetzt niemanden dafür beauftragst, dann kostet das vielleicht, lass mich nicht lügen, 20, 10, 20 € im Monat. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn du keinen Job dann im Endeffekt bekommst. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall raten, dass du nur Monatspakete abschließt, also keine Jahrespakete, wo du ein Jahr im Voraus bezahlst, auch wenn die Monatspakete teurer sind. Das heißt, du machst das Ganze einen Monat lang, bezahlst dann für einen Monat vielleicht mal 15, 20 € und vielleicht machst du auch noch einen zweiten Monat 15, 20 €, dann bist du vielleicht bei insgesamt 30, 40 € und dann hast du aber auch den Job. Danach kannst du die Webseite auch wieder kündigen oder zumindest mal deaktivieren, weil du die dann aktuell ja nicht brauchst, wenn du den Job schon mal hast. Folgendermaßen funktioniert das Ganze. Du erstellst dir eine Webseite, dafür brauchst du einmal eine Domain und eben einen Webhoster, sodass die Webseite auch 24/7 erreichbar ist. Und dann kannst du eine Seite erstellen, wo du eben deine ganzen Referenzen präsentierst. Alle Referenzen, die du bereits gesammelt hast. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich habe doch gar keine Ahnung von diesem ganzen Thema, ich weiß doch gar nicht, wie das alles funktioniert. Ich persönlich bin Grafikdesigner für Webdesign, für Social Design, für Logos und Banner, Visitenkarten, Flyer und so weiter und so fort. Und hier sehen wir schon, mein Internet ist gerade extrem langsam. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber hier sehen wir schon, dass ich Beiträge für Vodafone erstelle, ja? Und ich habe das weder gelernt, noch habe ich ein Studium. Ich habe mir das alles per YouTube beigebracht.
Und wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Du musst kein Experte werden. Du musst auch keine Vodafone-Kunden haben. Aber du musst einfach mal Dinge ausprobieren, nach GIMP-Tutorials nachmachen und dann hier vielleicht einen kurzen Text dazu schreiben, was du da eigentlich gemacht hast, wie das funktioniert, was du da machst, was für einen Sinn das hat. Und dann kannst du das eben so präsentieren. Wenn du jetzt eine Bewerbung schreibst an den Arbeitgeber per E-Mail, dann kannst du ganz einfach dazu schreiben, schauen Sie sich doch gerne mal meine Referenzen auf meiner Webseite an. Auf der Webseite sehen die dann, oh, ja, sie hat ja schon mal Designs erstellt oder sie hat schon mal ein Video geschnitten oder sie hat schon mal den und den Text übersetzt oder sie hat das und das und das schon gemacht. Und wenn du das alles schon hast, dann ist das natürlich ein Riesenargument gegenüber allen anderen Bewerbern, die es da draußen gibt. Und dementsprechend wirst du zumindest mal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Dann musst du natürlich noch überzeugen, aber du hast dann schon mal größere Chancen auf ein Vorstellungsgespräch. Und in dem Vorstellungsgespräch gibst du dann alles und dann bekommst du den Job auch. Sobald du den Job hast, kündigst du die Webseite oder deaktivierst sie zumindest, sodass du die eben zeitweise nicht mehr brauchst. Jetzt mit dem, was ich dir mitgegeben habe, hast du zum einen den Vorteil, dass du dich aktiv ransetzt, also auch wirklich etwas lernst und nicht einfach darauf wartest, dass die Arbeitgeber dir alles beibringen. Denn das ganze Wissen, was du dir erhoffst von den Arbeitgebern zu bekommen, das gibt es auch alles kostenlos im Internet. Man muss nur wissen, wo man sucht. Natürlich kriegst du den Titel dann nicht, ja, du kriegst dann keine abgeschlossene Ausbildung auf YouTube, das ist mir natürlich bewusst. Aber das ganze Wissen kannst du dir auch schon vorher reinziehen. Und du musst natürlich kein Experte sein, aber wenn du mal das ein oder andere machen kannst und das dann auf deiner Webseite veröffentlichen kannst, dann ist das eine super Sache. Alternativ, wenn du keine Webseite machen möchtest, kannst du es auch machen, dass du eine PDF erstellst und diese PDF als Dateianhang in die E-Mail der Bewerbung hängst. Damit die Leute sagen können, hey, sieht doch cool aus, komm mal zu einem Vorstellungsgespräch vorbei. Kann auch klappen. Eine Webseite macht halt einfach nur mehr her. Wenn du nichts ausgeben möchtest, kannst du es auch mit einer PDF machen. Vollkommen easy. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lass mir gerne ein Abo da. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn du mein Video liken würdest und morgen zum nächsten Video einschalten würdest. Jetzt bleibt nur noch zu sagen, haut rein, wir sehen uns morgen wieder. Ciao.